Hi, hier ist Kiki und noch ziemlich früh am Morgen. Ich habe mich gerade abgeschminkt, meine Haare gewaschen und jetzt will ich mich eincremen. Und ich habe das Problem, ich bin gerade ganz unglücklich mit Alverde, mit den Cremes. Ich habe ja eine sehr trockene Haut und habe einiges ausprobiert und meine Lieblingscreme, mit der ich jetzt Jahre zufrieden war, haben sie rausgenommen. Keine Ahnung warum, aber sie haben eine Ersatzcreme gemacht und die ist so. Ich kann gar nicht sagen, wie die ist. Also, das war die für reife Haut. Und die war klasse. Jetzt habe ich nur noch die Nachtcreme und die, naja, ist auch nicht mehr viel drin. Jetzt haben sie die neue für reife Haut und die ist sowas von eklig. Also, die liegt da oben drauf auf der Haut und es ist wie wenn du eine Handcreme ins Gesicht schmierst. Also, ich nehme sie jetzt auch als Handcreme. Blödes Zeug. Dann habe ich also probiert die Tagescreme Rose, Wildrose oder irgendwas und. Die ist einfach zu dünn, zu leicht und die hat einen Geruch, da haut es einem um. Also so intensiv muss man wirklich nicht haben. Gut. Und die nächste habe ich dann probiert, das ist die Avocado-Creme gegen extrem trockene Haut. Die ist sowas von zäh, das ist also und es glänzt und schmiert auf dem Gesicht und also Alverde, Jungs, Mädels, was auch immer. Da tut euch kein Gefallen im Moment, wirklich. Ich steige nämlich gerade um und ich habe mir was bestellt. Und zwar von der Firma Manna. Absolute Naturkosmetik. Manna, Manna, Manna. Moment hier. So, so sieht das Label aus. Und ich habe jetzt bekommen, ich habe jetzt mal bestellt. Oh, ich habe keine Brille auf, ne? Eine schwarze Zahncreme. Die haben nur Öle. Öle und Cremes und richtige Buttern und so. Shea-Butter, reine Shea-Butter. Dann Traubenkernöl und Arganöl, Lavendelöl und Peeling. Billig ist nett, aber ist egal. Mein Gott, wenn es gut ist, ist mir das völlig wurscht, ob es ein paar Euro mehr kostet oder nicht. Also das Alverde-Zeug nehme ich nimmer. Da bin ich jetzt echt stinkig. Dann gehe ich lieber wieder auf Dr. Hauschka. Jetzt probiere ich aber erstmal dieses Manna aus und das mache ich im nächsten Block.